Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt's das Neuzugänge-Video aus dem Monat August und es sind sehr viele Bücher geworden. Ich glaube 20 an der Zahl. Es ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich euch jedes Mal predige, dass ich meinen Sub runterkriegen möchte und irgendwie funktioniert das nur so semi-gut. Und jetzt im September kommen super, 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 super viele Bücher, die ich natürlich haben möchte. Es ist halt wieder kurz vor der Buchmesse, da sprießen die Neuerscheinungen aus dem Boden wie Pilze. Das ist unfassbar. Ja, schauen wir mal, wie wir das hinbekommen werden. Aber jetzt geht es erstmal um die Neuzugänge vom Monat August und ich würde sagen, wir starten direkt. Das wird wahrscheinlich ein etwas längeres Video. Ich versuche Gas zu geben und nicht so viel drum herum zu reden. Los geht's. So, starten wir direkt mit einer kompletten Reihe, die hier eingezogen ist. Es ist auch nur eine Dilogie, also es war jetzt nicht übertrieben. Ich weiß nicht, wie die Reihe heißt, aber es ist einmal A Song of Wrath and Ruin und A Psalm of Storms and Silence. Die Spiele von Solstasia. Ha, immer diese Zungenbrecher. Ja, habe ich auch im August schon gelesen. Band 1 hatte ich die ganze Zeit schon vorzukaufen. Aber irgendwie habe ich es nie getan. Warum auch immer, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Und Band 2 ist dann als Rezi-Exemplar eingezogen. Und da war ich dann genötigt, erstmal Band 1 zu lesen und zu kaufen. Von daher, die beiden sind hier eingezogen und ich würde euch jetzt einfach mal den Klappentext zu Band 1 vorlesen, weil der zu Band 2 spoilern würde und ich möchte euch die Reihe natürlich jetzt nicht verraten. So, Champions von Solstasia, tretet näher, die Spiele haben begonnen. Alle 10 Jahre findet im Königreich Sonande das berühmte Solstasia-Turnier statt, bei dem alle Nationen des Reichs zusammenkommen, um den Wettstreit der Champions beizuwohnen. Doch für die junge Königin Karina geht es um viel mehr. Um ihre Mutter wiederbeleben zu können, braucht sie das Herz eines Königs. Daher bietet Karina dem Gewinner des Festes ihre Hand an. Karina ahnt nicht, dass der geflüchtete Malik nur am Turnier teilnimmt, um seine kleine Schwester Nadja aus den Fängen eines rachsüchtigen Geistes zu retten. Denn der Preis für Nadjas Leben ist Karinas Tod. Wie ich die Reihe empfunden habe, das werde ich euch natürlich erst im Lesemonat verraten. Das nächste Buch, das hier einziehen durfte, hat mich erstmal durch seine Optik gecatcht, weil ja, es einfach ein wunderschönes Buch ist. Und wenn ich es gleich hochhalte, werdet ihr auch wissen, warum es mich gecatcht hat. Ich spreche nämlich von Yadriel und Julian. Und wenn ihr es seht, es geht um den Tag der Toten. Und das ist ja eine Thematik, die ich richtig, richtig hart feiere. Und mich hat der kleine Totenkopf, oder mich haben die Totenköpfe da unten an Murray von Monkey Island erinnert. Wer das nicht kennt, das ist ein Click-and-Point-Adventure, das es auf dem PC damals zu spielen gab. Ich weiß gar nicht, ich glaube 5 Teile und jetzt dieses Jahr soll noch ein finaler Teil rauskommen, der Ron Gilbert seit 31 Jahren plant. Also das, ich erwarte Großes. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Yadriel und Julian ist ein HTPQ-Buch. Cemetery Boys könnte es schon anteasern, aber final hat es der Klappentext auch verraten, beziehungsweise auch die weitere Thematik, die das Buch noch beinhaltet. Da heißt es nämlich, kurz vor dem Tag der Toten will Yadriel endlich beweisen, dass er ein Brujo ist oder Brujo. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Alle in seiner Familie können heilen oder Geister beschwören, aber weil Yadriel trans ist, verwehren sie ihm das Ritual, bei dem ihm Santa Muerte seine Kräfte verleiht. Mit der Hilfe seiner Cousine Maritza schafft er es allein. Doch bei seiner ersten Beschwörung geht etwas schief. Der falsche Geist steht vor ihm. Julian, der Bad Boy seiner Highschool, ist weit davon entfernt, bereitwillig ins Reich der Toten überzutreten. Mit Yadriels Hilfe will er herausfinden, wie er gestorben ist. Und je mehr Zeit sie gemeinsam verbringen, desto weniger will auch Yadriel, dass Julian geht.
Das nächste Buch ist gerade gestern erst hier eingetrudelt und es handelt sich auch um eine Sonderedition und es ist mir leider runtergefallen. Deshalb hat jetzt eine Ecke einen Detsch und ich bin richtig, richtig hart angepisst auf mich selbst. Aber passiert. Ich wollte es ins Regal räumen und dann ist mir aus der Hand gerutscht und ist genau auf die Ecke geknallt. Wenn ich dran denke, füge ich hier noch traurige Musik ein. Ich spreche von Lore, die Spiele haben begonnen. Von Alexandra Pratten, genau. Ja, das habt ihr schon kurz gesehen. Es ist eine Witch Crown Sonderedition. Und hier ist besagte, zerdetschte Ecke, die mich richtig, richtig hart anpisst. Das Buch ist auch richtig schwer. Und ja, ich habe die Edition bei irgendjemandem auf Bookstagram gesehen und dachte, ich muss es haben. Ich schleiche schon die ganze Zeit um dieses Buch um, aber mit dieser Sonderedition, da war gar nicht groß drüber nachzudenken. Ich musste diese Edition haben, weil sie einfach so verdammt schön ist und mich auch ein bisschen an den Stil von Welch grausame Gnade erinnert, obwohl Welch grausame Gnade von der Chest of Fandoms war und das hier halt von der Witch Crown. So, ich zeige euch das jetzt. Achtung, Spoiler. Wer es nicht sehen will, der skippt jetzt mal kurz 10 Sekunden weiter. Wie schön ist bitte dieses Buch? Also, ich habe selten so einen schönen Buchschnitt gesehen. Ich bin allgemein so ein Fan von römischer und griechischer Geschichte und Göttergeschichten und Hades und Co. Da ist ein Fussel, der stört mich jetzt gerade. So, von daher bin ich echt schon sehr gespannt. Sieht ja total nach Medusa aus. Ja, was mich hier erwarten wird. Und guckt euch mal an, wie schön es ist. Wie schön ist dieses Innenleben. Spoiler-Alarm, sehr schön. Ach Gott, liebe es. Seht euch das mal bitte an, wie schön das ist. Es ist unfucking fassbar, Leute. Es ist unfucking fassbar. Ja, bevor ich jetzt noch ewig in diesem wunderschönen Buch rumblätter, erzähle ich euch einfach mal, um was es in der Geschichte geht. Die Jagd auf die Götter ist eröffnet. Seit 7 Jahren läuft Lore vor ihrem Schicksal davon. Einst war die Jagd auf griechische Götter ihr Leben, bis diese ihr alles genommen hat. Die Vergangenheit holt sie jedoch schlagartig ein, als die nächste Jagd erneut in New York stattfindet und eine der letzten ursprünglichen Göttinnen sie aufsucht. Athene bietet ihr ein Bündnis gegen den neuen Ares an, der Lores Familie ermordete. Aber schon bald muss Lore erkennen, dass es um viel mehr als ihre persönliche Vergeltung geht. Denn Ares möchte die ganze Welt in Schutt und Asche legen. Und ausgerechnet Lore, die nichts mehr mit den Göttern zu tun haben wollte, muss ihn aufhalten. Da freue ich mich schon arg doll drauf. Als nächstes ist ein Buch hier eingezogen, dessen ersten Band ich schon sehr, sehr hart gefeiert habe. Und weil es im zweiten Band jetzt um die beste Freundin der Protagonistin aus dem ersten Band geht, war natürlich klar, dass ich die Reihe weiterlesen werde. Ich spreche nämlich von Worlds Apart von Annabel Steele. Hier geht es um Casey, die beste Freundin von Fiona. Und ich finde sie eigentlich noch viel, viel toller als Fiona. Aber zum Inhalt und zu meiner Meinung kommen wir wie immer im Lesemonat. Ich erzähle euch hier nur, um was es in den Büchern geht, die hier eingezogen sind. Die 20-jährige Casey hat das Gefühl festzustecken. Seit dem Tod ihrer Mutter muss sie daheim die Verantwortung übernehmen und hat ihre eigenen Wünsche zurückgestellt. Aber dann ergibt sich die Chance, ihren großen Traum von einer eigenen Konditorei doch noch zu verwirklichen. Casey darf an der Reality-Show Bake That Cake teilnehmen. In der Jury sitzt zudem Schauspieler Leo Campbell, der in echt nicht nur noch attraktiver ist als auf dem Bildschirm. Zwischen den beiden knistert es auch gewaltig. Doch Casey weiß, nur ein Kuss könnte ihre Chance auf den Sieg gefährden und ihren Traum für immer zerstören. Band 2 der Reihe. Bleiben wir gleich im New Adult-Bereich. Da ist nämlich noch The Secrets We Share bei mir eingezogen. Da war ich ja von Band 1 nicht so begeistert, weil er mir unangenehme Ekel-Krabbel-Gänsehaut beschert hat bei den zwischenmenschlichen Szenen. Aber ich wollte dem Ganzen nochmal eine Chance geben und habe mir dann Band 2 auch als Rezensionsexemplar angefragt.
Hier geht es nicht mehr um Marcus und April, sondern um Alex, den wir auch schon in Band 1 kennenlernen. Das ist der beste Freund von Marcus und es geht um Lauren. Ha, ohne abzulesen habe ich einen Namen hingekriegt. Ich bin so stolz auf mich. Ja, es spielt natürlich wieder am God of the Gates Set teilweise, aber nicht mehr so hart wie beim Band 1. Ja, und Alex ist halt einfach ein kleiner Wirbelwind und eine Laberbacke und jetzt fange ich schon wieder an, über das Buch zu reden. Dabei wollte ich euch nur erzählen, um was es geht. Es fällt mir immer so schwer, weil ich Neuzugänge und Lesemonat meistens auch zusammen abfilme. Diesmal tatsächlich nicht, aber sonst mache ich das eigentlich fast immer und deshalb vermische ich das gerne mal. Aber wir sind hier nur beim Klappentext, also lese ich ihn euch auch vor. Als einer der Stars der Hitserie God of the Gates hat Alexander Woodrow eigentlich alles, was er sich wünschen kann. Geld, Berühmtheit, jede Menge Angebote aus Hollywood. Doch er hasst die letzte Staffel der Serie. Das Finale ist ein Verbrechen an den Fans und schlimmer noch. Die toxischen Beziehungen, die die Serie verharmlost, wecken Dämonen aus Alex' Vergangenheit. Als er unbeabsichtigt einen Skandal verursacht, Impulskontrolle war dank ADHS noch nie seine Stärke, stellen ihm die Produzenten eine Aufpasserin an die Seite. So tritt Lauren Clegg in sein Leben. Clegg heißt sie. Die viel zu stille, viel zu ernste und viel zu faszinierende Lauren. Eine Herausforderung nie abgeneigt, schwört Alex sich, ihre kühle Distanziertheit zu durchbrechen. Dass sie herausfindet, dass er unter seinem Pseudonym höchst unanständige God of the Gates Fanfiction schreibt, war allerdings nicht geplant. Band 2 der Reihe ebenfalls. Diesen Monat durften auch zwei finale Bände hier einziehen, glaube ich, oder eventuell sind es auch drei, bei dem einen bin ich mir nicht so sicher. Einer davon ist Midnight Chronicles Nachtschwur. Und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das Buch vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich hatte ja anfangs so meine Bedenken, ob ich die Midnight Chronicles weiterführen möchte. Aber ich finde, von Buch zu Buch wird es fast immer besser. Band 3 ist aber bisher mein Highlight. Und dementsprechend bin ich jetzt auf den sechsten und finalen Band gespannt, der auch wieder von Laura geschrieben wurde. Schon seit ihrer gemeinsamen Hunter-Ausbildung ist Jules Marlowe unsterblichen Harper Ivanov verliebt. Er ist überzeugt, dass hinter der kühlen Fassade der Magic Huntress noch so viel mehr steckt, doch als Jules in einen Vampir verwandelt wird, verschwindet auch der letzte Funken Hoffnung für Harper und ihn. Nicht nur, dass er nun zu den Wesen gehört, welche die Huntress bekämpft, er verletzt im Blutrausch auch ihren Zwillingsbruder schwer. Nun sind Harper auf Rache und macht unerbittlich Jagd auf Jules. Aber als sie ihn schließlich gegenübersteht, sieht sie vor sich keinen blutrünstigen Vampir, sondern nur den Mann, der ihr Herz gefährlich schnell schlagen lässt. Band 6 der Reihe. Dann durfte ebenfalls ein Buch einziehen, dessen erster Band auch auf jeden Fall in meiner Top 3 New Adult Highlights 2022 zu finden ist. Ich spreche von Still Wanting You von Valentina Fast. Und weil ich die Reihe so toll finde, habe ich es gleich zweimal. Warum habe ich es zweimal? Weil das eine einen Bücherbüchse Sonderfarbschnitt hat und ich dieses hier vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dementsprechend wird ein Exemplar vermutlich bald auf meinem Kanal verlost werden, also schaut mal gern bei Instagram vorbei, wenn ihr Lust habt, dieses Buch zu gewinnen. Ich möchte zwar nicht über den Inhalt groß sprechen und meine Meinung, aber es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, es zu lesen und ihr solltet alle beim Gewinnspiel mitmachen. So viel zu meiner Schleichwerbung. Aber um was geht es eigentlich? Es geht um Amber, die sich im vorigen Band von ihrem Freund trennt und deren weiterem Leben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Um sich von der Trennung von ihrem Freund abzulenken, krempelt Amber ihr Leben völlig um. Sie stürzt sich gemeinsam mit ihren Pflegegeschwistern in die Renovierung des alten Hotels und sucht sich dazu noch einen weiteren Job. Dort läuft sie bereits an ihrem ersten Tag ausgerechnet Brian in die Arme. Brian, der ihr letztes Date war, bevor sie auf ihren Ex traf. Und mit Abstand das schlimmste Date ihres Lebens. Im August habe ich auch eine Rebuy-Bestellung getätigt.
Da gab es nämlich wieder einen Rabattcode und bei Rabattcodes kann ich ja ganz oft nicht Nein sagen. Zum einen habe ich mir Opal bestellt, den dritten Band der, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, Lux-Reihe, glaube ich. Den hatte ich mir ja, wie ihr vielleicht noch wisst, schon einmal bestellt, habe ihn aber damals ohne Schutzumschlag bekommen, was ich absolut nicht verstehen kann, wie man so ein Buch rausschicken kann. Das kam nämlich dann so hier an. Diesmal war es jetzt auch nicht Top-Zustand, also es ist vermackt und verkratzt, aber ja, ich habe es jetzt mal nicht zurückgeschickt und ist auch eine Ecke angedätscht. Aber ich habe jetzt gedacht, komm, für ein Buch schicke ich das jetzt nicht zurück, mache ich mir den Stress nicht. Es war auch nicht so teuer, von daher ist es im Schrank geblieben. Ich würde euch zwar gern den Klappentext vorlesen, aber es ist wie gesagt der dritte Band der Reihe. Also erzähle ich euch nur kurz, um was es in der Reihe geht. Und zwar begleiten wir Katie, die neu in der Stadt ist und ihre Mutter nötigt sie quasi beim Nachbarn mal zu klingeln und zu sagen, ja komm, freunde dich doch mal mit den Nachbarskindern an. Was heißt Nachbarskinder? Die sind glaube ich 17 oder so. Und dann klingelt sie halt drüben und dort ist ein Junge, der Damon heißt und der hat auch noch eine kleine Schwester und erst freundet sie sich mit der an und dann ja, kommt sie Damon halt immer näher und findet halt heraus, dass Damon und seine Familie nicht die sind, die sie zu sein scheinen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, alles weitere müsstet ihr in den Büchern lesen. Und dann habe ich noch 3 weitere Bücher bei dieser Rebuy-Bestellung bestellt, die alle zu einer Reihe gehören, deshalb zeige ich die euch einfach auch zusammen. Das ist Band 1, 2 und 3 der Raven Boys-Reihe. Wen der Rabe ruft, wer die Lilie träumt, was die Spiegel wissen. Ich glaube, der andere heißt, was das Dunkel... Schlag mich tot, ich kann es euch gerade nicht sagen. Irgendwas mit dem Dunkel. Auf jeden Fall habe ich die Reihe mit der lieben Maren und der lieben Ivy gelesen und was wir davon halten, werdet ihr im Lesemonat sehen. Wir waren uns da relativ einig und die Reihe ist super schwer, deshalb lege ich sie jetzt mal woanders hin. Umfasst halt die 4 Bände und ich würde euch jetzt einfach erzählen, um was es geht, weil ja, die Klappentexte sind jetzt nicht so aufschlussreich, dass ihr den kompletten Inhalt der Reihe dann wisst, weil jeder Band behandelt einen anderen Ravenboy quasi, aber irgendwie auch nicht. Und die Geschichte ist einfach faszinierend verwirrend. Im ersten geht es halt um Gensei, im zweiten geht es um Ronan, im dritten geht es eigentlich hauptsächlich um Blue, das einzige Mädel der Truppe. Und im letzten geht es um Adam? Ich weiß nicht. Es ist kompliziert zu erklären. Es ist auf jeden Fall eine Truppe von Jungs, die auf ein Mädchen trifft. Und das Mädchen ist etwas ganz Besonderes. Sie lebt nämlich im Haus mit ganz vielen Wahrsagerinnen zusammen, ist aber die einzige, die keine Wahrsagerfähigkeiten hat. Und eines Tages am Markustag, das ist quasi so ein heiliger Tag, nenne ich es jetzt einfach mal, geht sie mit ihrer Mutter, Tante, irgendeinem weiblichen Familienmitglied auf den Leichenweg und dort sieht sie auf einmal einen Geist. Normalerweise kann sie die Geister nicht sehen, sondern dient nur so als Katalysator, die allen anderen mehr Kraft gibt. Und ja, da fängt halt die Geschichte an, sie will rausfinden, wer dieser Geist ist und trifft dann halt auf diese Gruppe von Jungs. Das ist, ja, grob der Inhalt des ersten Bandes, beziehungsweise der Startschuss der gesamten Reihe. Und es ist eine besondere Reihe, sagen wir es mal so. Dann ist ein Buch hier eingezogen, das eigentlich gar nicht so in mein Beuteschema passt, aber ich habe es geschenkt gekriegt und ich habe mich dennoch drüber gefreut, weil es ein Insider-Joke ist. Ich spreche nämlich von Nicholas Sparks Wie ein einziger Tag. Ich mag ja die Verfilmung total gerne, aber meine Freundin Tatjana zieht mich halt immer damit auf, dass ich
noch nie einen Nicholas Sparks Roman gelesen habe. Und sie ist halt ein riesen Hardcore-Fan und sobald da ein neuer Roman erscheint, ist sie die Erste, die den hat. Und deshalb hat sie mir dieses Buch hier geschenkt, damit ich endlich mal einen Nicholas Sparks Roman gelesen habe und das von meiner Bucketlist streichen kann. Ich will ja die ganze Zeit auch nur noch zum ersten Mal einen Fitzek lesen. Ich warte nur drauf, dass mir irgendwann irgendjemand einen schenkt, damit ich ihn lesen kann. Das ist nämlich der Plan. Aber um was geht es im Buch eigentlich? Sie war 17 und der Sommer erschien so unendlich wie ihre Liebe. Aber als Ellie mit ihrer Familie den verträumten Urlaubsort verlässt, verschwindet sie auch aus Noahs Leben. 14 Jahre lang. Dann will Ellie, die inzwischen verlobt ist und kurz vor der Hochzeit steht, noch einmal den Mann treffen, den sie nie vergessen konnte. Wer den Film dazu kennt, weiß, wer den Noah spielt. Und deshalb freue ich mich auch schon sehr auf das Buch. Dann durfte ein Buch hier einziehen, das mal wieder kein Gegenstück in meinem Regal hat, weil es ein lustiger Zufall war. Meine Freundin Lou hat nämlich ein bisschen ihr Regal aufgeräumt und wollte One True Queen aus Schatten geschmiedet, Band 2 der Reihe, loswerden. Und da habe ich gesagt, bevor du die Bücher bei eBay einstellst, lass mich einmal drüber gucken. Und da ich die Reihe sowieso die ganze Zeit schon mal lesen wollte, habe ich jetzt Band 2 abgestaubt. Da ich euch natürlich jetzt keinen Klappentext zu Band 2 vorlesen werde, habe ich mir mein Handy geschnappt und erzähle euch, um was es in Band 1 geht. In dieser Welt sterben Königinnen jung. Dunkelheit, das Gefühl zu fallen und dann nichts. Eben noch stand Mylin in ihrer irischen Heimatstadt. Plötzlich wacht sie in einer anderen Welt auf. Hier im Königreich Lyra Sky trachtet ihr alles und jeder nach dem Leben. Nur nicht der mysteriöse Fremde, der Mylin aus einer tödlichen Falle rettet. Der so gefährlich wirkt und sie dennoch beschützt. Und der ihr nicht verrät, wer er in Wirklichkeit ist. Erst als er sie zum Königshof bringt, erkennt Mylin, dass sie aus einem ganz bestimmten Grund in Lyra Sky ist. Sie soll Königin werden und das ist in dieser Welt ein Todesurteil. Das nächste Buch, das hier einziehen durfte, habe ich natürlich auch schon gelesen. Wie der Titel es verrät, geht es in dem Buch sehr, sehr viel um Filme, aber auch um Musik, denn hier prallen zwei Welten aufeinander. Die eine besteht aus Nate, die andere aus Jordan. Nate hat gerade sein Musikstudium in New York angefangen und ist genervt von dem Wohnheim, das er sich mit seinen beiden Drillingsbrüdern teilt. Die haben nichts als Party im Kopf. Er dagegen will vor allem an seinen neuesten Songs arbeiten. Als er erfährt, dass ein gewisser Jordan einen Mitbewohner sucht, zögert er nicht lange und nimmt das Angebot an. Doch dann steht an der Tür auf einmal ein Mädchen vor ihm. Jordan ist gerade fürs Filmstudium von L.A. nach New York gezogen. Die beiden verstehen sich von Anfang an großartig und als Nate die Möglichkeit bekommt, an einer Audition für einen großen Wettbewerb teilzunehmen, scheinen sich all seine Träume zu erfüllen. Wäre da nicht seine eifersüchtige Freundin und seine Brüder, die ihm das Leben unnötig schwer machen? Dabei möchte Nate doch einfach nur seinen Traum leben. Ist das etwa zu viel verlangt? Dann ist heute noch ein Buch hier eingezogen, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, beziehungsweise das eine Überraschung für mich war. Wenn ihr mein vorheriges Video gesehen habt, dann wisst ihr auch, welches ich meine. Ich habe nämlich wieder beim Buchwichteln mitgemacht und habe da Gladiator's Love bekommen. Und sogar mit Buchschnitt. Und dem Buch schmachte ich ja schon ewig hinterher und keine Ahnung, warum ich es nicht gekauft habe. Aber es geht um Gladiatoren und um Liebe, wie der Titel schon sagt. Und beides finde ich sehr, sehr spannend in Kombination. Tag für Tag muss Erin als Gladiatorin in der Arena kämpfen und die Gunst der Zuschauer gewinnen. Denn nur so kann sie als versklavte Vantyr, deren Feuermagie versiegelt wurde, in der Fremde überleben. Was ihr bleibt, ist ihr lodernder Stolz und ihr unbändiger Wunsch nach Freiheit. Um nie wieder einen blutigen Kampf bestreiten zu müssen, fasst Erin schließlich einen schier unmöglichen Plan. Bereit, sogar ihr eigenes Leben zu opfern, aber ausgerechnet Kato, der Leibwächter eines Arena-Betreibers des Landes, bringt ihr zielstrebiges Herz zum Stolpern. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf, aber ich glaube, das wird eher Ende September, bis ich damit anfangen werde. Dann ist hier noch ein Buch eingezogen, das ich eigentlich nicht regelmäßig in die Kamera halte, weil es nicht für mich ist, sondern für Maler. Wir haben vom Koppenrad Verlag meine erste Tierbabygeschichte Kleiner Otter zur Verfügung gestellt bekommen. Das hat auch einen einfachen Grund. Es wird nämlich demnächst ein
reines Video zu Kinderbüchern für Zweijährige geben. Ich habe beschlossen, dass ich da jedes Jahr ein Video dazu machen werde. Einmal jetzt für Zweijährige, weil Maler eben zwei ist. Nächstes Jahr dann für Dreijährige, für Vierjährige, je nachdem, wie lange es den Kanal noch geben wird. Ich hoffe noch ganz, ganz lang. Weil ich halt auch bei Instagram immer viele Anfragen bekomme, ob ich nicht mal über Kinderbücher reden kann, weil einige von euch halt auch Kinder in Malers Alter haben und ja, es vielleicht ganz spannend ist, da mal ein bisschen Bücher zusammenzuwürfeln, weil die nicht ganz so teuer sind wie Erwachsenenbücher und sich so hervorragend auch als Geschenke eignen. Und ja, ich werde euch dazu im Lesemonat natürlich nichts erzählen, sondern in dem Kindervideo erst, aber ich finde die Reihe richtig, richtig cool. Kommen wir zum vorletzten Buch. Das da wäre Magical Lights, die Lichter der Hüter, Band 1. Dazu werde ich entweder heute oder morgen, ich weiß noch nicht, noch einen Buddy Read starten. Und da freue ich mich auch schon arg drauf, weil ich allein das Cover schon so toll finde und es mir so viel Spaß macht oder mich so hypt, die Geschichte zu lesen. Es geht nämlich auch um ein Thema, das mich nicht fasziniert, aber das mich catcht. Es geht nämlich um Folgendes. Ein unerwarteter Umzug, eine neue Schule, als die 17-jährige Elena mitten im Schuljahr mit ihrer Mutter in das geerbte Haus der verstorbenen Großmutter zieht, ist sie alles andere als begeistert. Schnell stellt sich heraus, dass dieser Schulwechsel nicht so ist wie die zahlreichen anderen davor. Drei außergewöhnliche Mitschülerinnen nehmen die ewige Außenseiterin in ihren Freundeskreis auf und die Bekanntschaft mit dem attraktiven Gell lässt ihr Herz direkt am ersten Schultag höher schlagen. Ganz im Gegenteil zu dem mysteriösen und unfreundlichen Lucien. Doch auch ihm kommt Elena gefährlich nahe, jedoch nur in ihren Träumen von der goldenen Stadt. Schon bald beginnt die Reihe merkwürdiger und gefährlicher Ereignisse, die Elenas ganz normalen Teenageralltag gründlich auf den Kopf stellen. An ihrem 18. Geburtstag stützt Elena Hals über Kopf in ein Abenteuer, das nur den Wundern einer magischen Welt entspringen kann. Wie schön klingt das bitte? Last but not least durfte auch tatsächlich ein sehr, sehr gehyptes Buch hier einziehen, obwohl ihr ja wisst, dass ich bei Hype-Büchern immer etwas skeptisch bin. Und zwar handelt es sich um Air Awoken und da gehen die Meinungen auf Bookstagram ja auch total auseinander, aber ich bin mal noch positiv gestimmt. Ich freue mich auch, dass ich diese tolle Luftkarte hier mit dabei bekommen habe. Und ich freue mich schon sehr, 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 sehr drauf. Ich werde das auf jeden Fall Anfang September direkt lesen. Steht auf meiner Leseliste für September und da lasse ich mich auch nicht mit mir reden, weil ich total interessiert bin, ob mir das Buch gefallen wird oder nicht, weil ich eben schon so viele Meinungen dazu gehört habe. Aber um was geht es? Seit jeher fürchtet Vala Magie, bis eine einzige Nacht ihr Leben in der Bibliothek von Solaris für immer verendet. Aldric, Kronprinz und mächtigster Feuerzähmer des Reichs, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Vala sein Leben rettet, erwacht ihre Luftmagie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihnen. Denn Vala ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Während sie und Aldric sich immer näher kommen, muss Vala eine Entscheidung treffen. Ihre Magie annehmen oder ein für alle Mal aufgeben. Doch ihre Kräfte sind gefürchtet und könnten Solaris alles kosten. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, und das war's auch schon mit meinen Neuzugängen. Es waren ja doch einige, das Video wird auch vermutlich wieder richtig, richtig lang. Es tut mir leid. Ich versuche mich immer so kurz zu fassen wie möglich, aber manchmal habe ich einfach Laberwasser getrunken, wie Ivy sagen würde. Und dann muss ich einfach reden. Das viele Homeoffice bekommt mir nicht. Da habe ich niemanden zum Reden. Ja, aber ich hoffe, ihr hört mir auch gerne zu. Ansonsten könnt ihr auch immer den Wiedergabemodus auf 1,5 stellen. Dann rede ich ein bisschen schneller. Dann ist das Video auch für euch nicht ganz so lang. Ja, das war's von mir. Wie immer verlinke ich euch alle Bücher unten in der Infobox. Da packe ich euch ja immer einen Thalia und einen Amazon-Link rein. Und ich möchte das jetzt noch mal kurz erklären. Das sind beides Affiliate-Links. Wenn ihr eins der Bücher kaufen möchtet, tut das doch bitte gerne über einen dieser Links. Das kostet euch nichts extra, aber ich erhalte eine kleine Aufwandsentschädigung dafür, eine kleine Provision. Und
ich finanziere damit quasi immer mein Schreiben als Self-Publisherin. Denn alles, was ich darüber verdiene, kommt immer ins Sparschwein und davon bezahle ich dann meine Cover, meine Goodies, meine Lesezeichen, meine sonstigen Artikel, die es zum Buch gibt und so weiter, was eben beim Schreiben alles so an Kosten anfallen. So viel zu dieser Schleichwerbung. Ich wollte es euch nur noch mal erzählen. Vielleicht hat der ein oder andere ja wirklich Lust, eins der Bücher zu kaufen und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr das dann über den Link machen würdet. So, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!